bin ich dann mal wieder bei mir zu Hause. Schau mal, Frau Bosetti. Ihr habt da oben auf der Antenne da eine Live-Schalte bis in eure Redaktion, um mir auf den Sack zu gehen. Um hier mit Museumsflugzeugen über meinen Schädel zu halten. Dann haben wir hier Nosferatu-Spinnen, die ich schon einsammel, um die unschädlich zu machen. Wir haben hier Wespennester unterm Dach. Ja? Ich habe das alles seit mehreren Jahren gemeldet. Es interessiert hier niemanden. Und wenn ich mir jetzt die anderen Häuser so anschaue, war ja wohl irgendwie, glaube ich, dasselbe oder fast dasselbe oder keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung. Es nervt. Die erwecken hier den Eindruck mit dem Stellinger Deckelbau und mit diesen ganzen Zugmanövern und allem anderen immer den Anschein von irgendwelchen, keine Ahnung, Museumsflughafen, die hier über solche Häuser fliegen, dafür Geld bezahlen und so eine komische Tourismusbranche draus geschmiedet haben. Und ich soll mich dem aber irgendwie anpassen. Ich meine, irgendwie bei euch treten doch die ganzen Stars auf, die irgendwie Label um Label über meinen Kanal gelaufen sind und ja, richtig Geld gemacht haben und die anderen Leute beklaut, oder nicht? Sehe ich doch richtig, Frau Bosetti. Aber natürlich rede ich morgen über den Iran und dann rede ich über, keine Ahnung, Hongkong und dann rede ich meinetwegen noch über, weiß ich auch nicht, ey, über ornithologisches Wissen eines Brunftvogels, der irgendwie leider auch keine Wespen frisst. Und dann kommen sie aber mit Betreuung an, ja, die irgendwie, keine Ahnung, meine Post verschwinden lassen. Schau mal, von dem Haus habe ich mir jetzt was mitgenommen. Und ich finde, so als nostalgischer Mensch der ewigen Jagdgründe, kann ich das Ding da ja mal so hinbauen. Nur ob ich das wirklich gut finde. Die haben in ganz Deutschland Häuser leergeräumt, Patientenakten hinterhergeschmissen. Ich weiß ja, ob du die Beiträge gesehen hast. Da rede ich doch nicht irgendwie darüber, ob das Iran ist oder die Türkei oder irgendwelche Deutschen oder... Du hast das scheinbar nicht mitgekriegt. Ne? Die machen mehrere Billionen Euro Umsatz mit so einem Scheiß. Mehrere Billionen Euro. Über PlayStation, über dies, über das, über meinetwegen hier Babylon, Berlin, Filme auf Sat 1, Alter, was ich auch nicht gucke. Mit sowas generieren die mehrere Billionen Euro. Und was ist für uns drin? Immer nur Schrotthäuser. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken. So Horrorhaus-Architektur. Das ist geil. Du kannst mir doch nicht erklären, in deiner Fernsehshow da, dass Menschen gerne so leben oder so leben müssen. Auch überlegt, ja, ich geh mal zu deiner Show hin, ey. Aber bringt ja nix. Es bringt mir ja nix, bringt dir ja was. Du wirst dafür ja bezahlt, nicht ich. Verstehst du? So ist das ja.
So mit Böhmermann und keine Ahnung, wen habt ihr dann danach noch alles? Ich gucke eure Sendung eigentlich auch nur, ich verfolge das nur noch ein bisschen auf YouTube. Und ansonsten hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Weil euer Hauptbüro alles ist gleich da hinten und das weißt du auch. Das war in Göttingen genau das Gleiche. Das Hauptbüro vom ARD und ZDF war direkt am Bahnhof gewesen. Da Gruner Landstraße hinten um die Ecke so ein Stück versetzt. War doch genau das Gleiche. Und dann sagt ihr immer, ihr habt damit nichts zu tun, ihr habt damit nichts zu tun, doch ich denke schon. Aber was soll ich mir denn irgendwie das noch da länger anhören von euch? Meine Bankgebühren sind so hoch wie die GEZ-Beiträge. Alle 3 Monate zahle ich richtig viel Gebühren an die Hasba. Dafür, dass ich sowas zeige. Ihr sitzt da in euren Büros, ja, und scheint den Hals ja irgendwie nicht voll zu kriegen. Irgendwie ist das ja so. Ja, das ist eine ganz beschissene Vogelperspektive. Und dann sitzen die anderen noch auf den Millenniumsdaten rum, ja, 2033, habe ich da auch gesagt. Und dann versucht ihr euch plötzlich solidarisch zu erklären mit Ausländern, die ihr irgendwie am Ende sowieso wieder loswerden wollt. So ist das. Na gut, ich gucke mir jetzt erstmal einen anderen Sender an. Keine Ahnung, so Gebühren bezahlen dafür, dass ich im Grunde genommen hier euch die Tomatenpflanze näher bringe. Tut mir leid. Natürlich fängt man an, die Leute langsam auch dafür zu hassen. Ist doch normal. Von einem Trash-Haus ins nächste und die Gelder, die mir zugestanden hätten, wurden doch überhaupt nicht, wurden mir doch nie bezahlt. Die haben doch andere abkassiert. Das geht doch schon mittlerweile in die Millionen. Weißt du? Ja, welche Urheberrechte? Auf was denn? Ja gut, keine Ahnung, wie lange dieser Abrissfilm hier noch läuft. Die meisten Häuser sind leer. Die werden nur kurzfristig besucht irgendwie und dann sind sie auch wieder verschwunden. Das ist wie eine Scheinfirma, die er da offeriert, im Ernst. Ja, sagt so, er geht so nicht irgendwie. Und lässt ihr doch mehr Steuergelder verschwenden, als ich mit meinen geliehenen 30 Euro Ende des Monats das beim Sozialamt angeben muss, oder was? Habt sie doch nicht mal. Ja. Und dann noch diese ganzen fingierten Ärzte dazu. Irgendwie Zähne kaputt reparieren statt heilen und also ein Scheiß. Spreng von Matrikulation, Alter. So, hä? Geht nicht, echt nicht. Von dessen Willen nicht. Also,
Ganz simple Fragen. In Deutschland gibt es eigentlich keine Nosferatu-Spinnen. Dafür, vor solchen Viechern hat jeder Angst. Tut mir leid. Auch ich. Da liegt man dann drin, in Zecken liegt man dann drin, da liegt man da drin, alles in der Wohnung. Kein Schwein weiß, wo es herkam. So ist das. Deswegen bin ich da irgendwie gerade ein bisschen genervt. So, ich rauche jetzt so eine. Einfach zu leben ist es ja nicht, sagen wir es mal so. Ja, wollte ich eigentlich. Einen Moment, gleich wieder. Ich halte halt auch nicht so viel. Dann kriegen dann die anderen irgendwie hier noch diese ganzen Immobilienverträge, um da auch nochmal weiter zu machen. Die hier aber die Leute gar nicht finanziell unterstützen, sondern ganz im Gegenteil. Weißt du, Sarah, Bosetti? Hängen sie dann da irgendwie und bauen da noch einen Kiosk hin, bauen dies hin und stehen da auch zwischen Ruin und Neubau. Und dann sage ich ja geil, Alter. Dann kann ich auch mit dem Zelt vors Rathaus campen gehen und sagen, na, ich bin jetzt Abgeordnete oder was? Das mal so einfach. Das hat die Leute nicht interessiert, weißt du? Natürlich ist das irgendwie so eine Art Geiselnahme. Eine soziale Geiselnahme. Ich bezahle hier Miete, ich bezahle zu viel Strom, ich bezahle unheimlich viel Geld. Von, weiß ich nicht, 680 Euro und 300. Weiß ich nicht, Mieteraufstockung? Ich bekomme von der vom Sozialamt im Grunde genommen nur das Geld für diese Miete. Zwei Drittel Miete. Sonst wäre ich gar nicht beim Sozialamt. Na, ihr verabredet euch dann immer noch mit den Leuten, wo ich schon mal irgendwie geschrieben habe. Sitzt wieder in einem Studio, labert wieder. Ey, war irgendeiner hier bei mir von euch? Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Das Geld bekamen leider die anderen, ne? Ich weiß Bescheid. Kann sein, dass ich die Kamera dann nochmal drehe, ey, weil das ja so verwirrend ist. Geht nicht, ey, sorry. Ich melde mich nochmal.